gegen den indischen Oppositionspolitiker Rahul Gandhi zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Suspendierung seines Parlamentsmandats. Nach unserer Kenntnis stehen Herrn Gandhi gegen das Urteil Rechtsmittel offen. Dann wird sich zeigen, ob dieses Urteil Bestand hat und ob die Voraussetzung für die Suspendierung des Mandats überhaupt gegeben ist. Wir erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz und demokratische Grundprinzipien auch für das Verfahren gegen Rahul Gandhi gelten. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.